Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben schon mal eine Bombe in der Hand für den Fall, dass wir sie brauchen, aber wir brauchen sie nicht. Weg damit. Wir gucken jetzt mal, ob hier oben noch weitere sind, die wir gebrauchen können. Die wir einpacken können. Nein, ist nicht mit drin. Gut. Dann ab nach unten. Schauen wir uns hier erstmal um. Wir haben ein relativ großes Wüstenstück. Können uns hier ganz in Ruhe umsehen, ohne großartige Probleme, ohne Gegner, ohne alles. Moin, moin. Na, was bist du denn für einer? Ich glaube, dich kann ich einfach so kaputt machen, oder? Komme ich hier hinten hoch, ohne dass er mich erwischt? Nein, komme ich nicht. Komm mal her hier. So, der ist tot. Kann ich das Ding schieben? Nee, ich kann nur darauf. Okay. Hat keinen Sinn. Dann muss ich weitergehen. Schade. Ich dachte, damit können wir irgendwas machen, damit kommen wir dort oben hoch. Oh, ein Grasballen. Die sollte man einfangen, denn auch die werden zum Craften benötigt. Ich frage mich allerdings, wann die erscheinen, wie die erscheinen, denn nicht immer sehe ich einen. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Allgemein die Verfahrensweise dieser Dinger. Aber scheinen sonst keine weiteren unterwegs zu sein. Schade. Oh, was will der denn? Ein Grasballen! Komm her. Ha, ich hab ihn. Du hast Wüstengras erhalten. Dieses Gras lässt sich vielleicht für etwas Nützliches verwenden, wenn man es trocknet. Es ist getrocknet. Aber ist egal. Wir haben's. Sehr schön. Einer befindet sich in unserem Besitz. Wir gucken uns jetzt hier oben einmal um. Da vorne haben wir noch einen Bärenstein. Den nehmen wir mit. Dankeschön. Bärenstein Halbmond. Ja, davon haben wir definitiv genug. Ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich so viele am Ende braucht. Da haben wir eine Zielscheibe. Die wird erst später wichtig. Sonst ist hier nichts weiter. Wir könnten dort oben rauf. Das machen wir jetzt einfach mal. Oh. Meins, meins, meins. Mein Gras. Mein Gras. Endlich. Ich habe Gras. Alles ist gut. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Wir laufen einmal hinten rum, in der Hoffnung, hier hinten noch irgendetwas zu finden. Aber es sieht so aus, als hätten wir hier nur Zikaden. Ich weiß auch gar nicht, ob man die einfach so fangen kann. Kann man langsam gehen? Ja, noch sieht es ganz gut aus. Eine haben wir. Wunderbar, eine Sandzikade. Die zischen auch immer ordentlich, sodass man gleich weiß, wo sie sich befinden. Das ist ganz praktisch. Perfekt. Gut. Bisher haben wir noch jeden Käfer und jedes einzelne Gegenstandsstück gesammelt. Das ist schon ganz praktisch. Aber wir sind noch lange nicht durch, Leute. Noch lange nicht. So, hier haben wir irgendwas Kaputtes. Noch was Kaputtes. Ein Roboter. Und einen Stein. Das heißt, wir müssen irgendwie von oben eine Bombe zum Stein werfen. Ist die Frage, wie kommen wir jetzt nach oben rauf? Wenn, dann müssen wir hier rauf. Das heißt, einmal hier hoch. Oh, eine Schatztruhe. Die gehört mir. mit Wüstengras. Ja, natürlich. Dann haben wir jetzt dreimal Wüstengras. Auch nicht schlecht. Nehme ich. Dankeschön. Wüstengras kannst du in der Wüste an anderen Orten finden. Es rollt über den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du es siehst, fange es schnell mit einem Schmetterlingsnetz ein. Ja, ich habe schon drei Stück. Aber okay. So, kann ich von hier aus eine Bombe rüberwerfen? Ich versuch's einfach mal. Jo, sieht gut aus. Genau reingelandet. Dementsprechend geht der Stein kaputt und wir sehen, dass wir die Möglichkeit haben, wieder in die Vergangenheit zu reisen mit einem Kristall. Dankeschön. Hilf mir. Hilfe. Okay. Habe ich dir gut geholfen? Habe ich, ne? Ich glaube ja. So, der ist schon mal tot. Und dann ist da noch einer drin. Ja, natürlich muss der mich jetzt stromschockerisieren. Ich hasse diese Viecher, ehrlich.
Wunderbar. Perfekt. Das hat geklappt und damit gehen die Gitter runter und der Roboter ist frei. Hallo, Roboter. Du hast mich gerettet. Das war knapp. Beinahe hätten mir die Kerle den Strom abgeklemmt. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Du hast den Greifkäfer erhalten. Mit seinen größeren Zangen kann er Items aufheben und tragen. Drücke Z, um nach unten zu blicken und eingetragenes Item abzuwerfen. Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Das machen wir. Definitiv. Aber schön, dass wir dich befreit haben, dass wir dich gerettet haben, mein Freund. Du bist cool, ich mag dich. So, dann wollen wir gleich mal den Käfer anwenden, denn wir können nicht einfach so zu den Statuen die Bomben werfen, so wie wir es ursprünglich getan haben. Nein, wir müssen die Bomben nehmen und reinwerfen. Oh, das war zu knapp. Okay, nochmal. Wir fliegen also nur an den Bomben vorbei. Dabei nimmt er die automatisch auf und mit A können wir sie abwerfen. Gleich noch einmal, denn eine Tür ist noch offen. Die müssen wir auf jeden Fall noch fertig machen. Und zack. Sehr schön. Wir könnten fast Basketball spielen hier. Gott, sind wir gut. So, dann laufen wir einmal rüber. Nehmen die Kristalle mit. Dankeschön. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Ihr seht schon, damit haben wir wieder einen Teil geschafft. Und wieder eine Möglichkeit mehr, weiterzukommen. So, dann nehmen wir gleich noch einmal den Käfer. Er fliegt nochmal mit einer Bombe durch die Gegend. Und schmeißt das Ding hier mit rein. Ja, ja, das gleiche machen wir auch noch einmal. Dann bei dem Teil. Dann haben wir nämlich zwei hintereinander freigemacht, sodass wir dann einmal rüberlaufen können. Das ist schon ganz praktisch. Vor allem können wir damit auch die Stromkröte töten. So muss es sein, so ist es fein. Und den Stein, den werden wir uns auch demnächst holen. Kann zwar ein bisschen dauern, aber wir kriegen das hin. Das ist noch so ein Teil, das wir freischalten können. Tschüssi. Nein! Wie dumm! Voll gegen den Baum geflogen. Das hätte nicht passieren dürfen. Die Sonne scheint mir einfach zu sehr in die Kamera. Ich sehe kaum was. Wir fliegen einmal komplett rum. Und da muss es rein. Jo, geschafft. Jetzt kommen wir wenigstens überall hin. Wunderbar, ausgezeichnet. Perfekt. Muss mich einmal noch umgucken. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, da drüben kommen wir jetzt noch nicht hin. Gehen wir erstmal hier entlang. So, hier haben wir einen Rubin. Oh, nee, nochmal zurück. Wir müssen einmal warten, bis die Ausdauer wieder da ist. Dann weiter. Und noch ein Rubin. Da vorne haben wir nochmal einen Bernstein-Halbmond. Ja, den könnten wir noch holen. Ist jetzt nichts so Besonderes, weil wir schon so viele davon haben. Und wieder zurück an Ort und Stelle. So, jetzt sind wir schon mal hier angekommen. Können jederzeit hier hoch. Und hier sogar noch etwas ausgraben. Perfekt. Her damit. Ist das was Besonderes? Nein, wir kriegen gar nichts. Oh, wie fies ist das denn? Jetzt bin ich ganz umsonst hier hoch. Ja, gut, besser als nichts. Und dann gucken wir mal dahin. Was heißt hier besser als nichts? Es war nichts, verdammt. Okay, den Stein, den holen wir uns später. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal lang.
Mehr gibt es hier auch nicht. Wir nehmen erstmal unseren Greifer. Und Tschüssikowski, der ist schon mal weg. Wir können die Schnecke nutzen, um auf die andere Seite zu kommen. Ja, komm hoch. Einmal schnell erholen und weiter geht's. So, und dich will ich irgendwie loswerden, ohne dabei selbst zu sterben. Ich kriege ihn nicht einfach so. Okay, warte. Okay, funktioniert nicht. Verdammt. Machen wir es halt anders. Tschüssi. Ach, Gott sei Dank. Jetzt kriegen wir noch ein paar Herzen zurück. Oh nein, das war dumm. Verdammt. Ah, das war sehr dumm von mir. Aber ist egal. Bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Einen anderen Weg gibt es auch im Moment noch nicht. Den müssen wir erst freischalten. Da müssen wir erst hinkommen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Schnecke da. Die ein bisschen dumm durch die Gegend rollt. Geschafft. Laufen einmal rüber. Gehen auf das Schneckenhaus. Warten einen ganz kleinen Moment. Laufen noch ein bisschen weiter, dann kriegen wir wenigstens den nächsten Stein. Und graben hier noch ein bisschen aus. Es gibt Rubine. Rubine können wir immer gebrauchen, gerade eben auch für die ganzen Gegenstände, die wir noch kaufen müssen. Und ich hoffe, dass wir jede Menge zusammenbekommen. So, Schwert nach oben. Und zack. Der Stein gehört uns. Die Schnecke ist wieder da. Das bringt mir jetzt herzlich wenig. Warte mal. Wir brauchen den Greifer. Schnecke muss nochmal kaputt gemacht werden. Die wundert sich jetzt allerdings, was ist hier los? Und geschafft. So, jetzt kommen wir rüber. Auf geht's! Gut, Step Nummer 1 ist geschafft. Jetzt müssen wir noch auf die Seite. Oh Gott, ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, bin ich am Hintern. Aber es sieht gut aus. Ja, wir haben es geschafft. Holen uns noch die Ausdauerfrucht und sind dann direkt bei der nächsten Statue, wo wir endlich wieder speichern können. Gott sei Dank. Das Schöne ist, dass wir von hier aus jetzt die Möglichkeiten haben, Abkürzungen zu schaffen. Das heißt, wir gehen hier erstmal hoch. Dann brauchen wir nie wieder durch dieses olle Wüststück laufen, sondern haben die Möglichkeit, da vorne einfach so eine Lore runterzuschieben. An dieser Lore können wir dann jederzeit hochklettern und alles ist perfekt. Vorher nehmen wir noch die Ameisen mit. Ja, na dich nicht. Da laufe ich jetzt nicht hinterher, das kannst du vergessen. Ah, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Jetzt kommen wir jederzeit hierher. Ohne Probleme, ohne Umwege. Wir können uns immer Gedanken machen, was wir als nächstes tun wollen. Okay, da haben wir noch die Möglichkeit, uns später hochzuschießen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Es wird noch eine Weile dauern. Komme ich hier einfach so hoch? Nein. Klar. Und dich muss ich kaputt machen. Komm, geh baden. So, ist schön. Und jetzt soll ich versuchen, hier rüber zu gehen. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Dann sind wir zumindest schon mal auf dieser Mittelinsel. Die Schnecken werden nach hinten getrieben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auf einer Schnecke bis nach hinten zu reisen und gegebenenfalls noch das ein oder andere zu holen. Das sollten wir nutzen. Komm, stirb. Bombe, explodier endlich. Los. So schön. Auf die Schnecke. Dankeschön. Juhu. Was für ein gemütliches Schiff.
vorne haben wir noch eine Kröte. Und da ist bestimmt noch was zum Ausgraben, aber das bringt mir jetzt herzlich wenig. Wir laufen jetzt einfach hier rüber. Denn selbst wenn wir noch was ausgraben können, wird das kein Herzteil sein oder sowas. Zumindest nichts, was ich gebrauchen könnte. So, die Kröte schon mal weg. Theoretisch müssten wir den hier kaputt machen, um da drüben ranzukommen. Ob das was wird? Warte mal, das machen wir anders. Wir versuchen es mal. Wir gehen dorthin. Wir versuchen ja so oder so fast alles zu bekommen. Dankeschön. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Einmal schneller holen und weiter geht's. Ich bin gespannt. Oh, eine Fee. Eine Fee ist gut. Eine Fee ist sehr gut. Habe ich noch ein Glas frei? Nein, habe ich nicht. Ach, verdammt. Gut, dann komm mit. Ja gut, das hat sich so ziemlich gelohnt. Eine Fee ist immer ganz praktisch, wenn man weiß, ah, okay, das könnte nicht gut laufen und ich könnte vielleicht nicht so schnell einen Trank trinken, um mich eben wieder fit zu machen. Dann ist es ganz gut, wenn man eine Fee im Gepäck hat, die einen wiederbelebt. Das wäre schon schön. So, wir drehen uns einmal. Machen die Krabbe wieder kaputt. Dankeschön. Und gehen rauf. Ich hoffe, dass die jetzt bis nach hinten fährt. Dann können wir da hinten auch nochmal gucken, was sich dort befindet. Im Groben und Ganzen kommen wir da oben an die Schatztruhe nicht ran. Das ist natürlich problematisch, aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Dankeschön. Können sie auch einfach so kaputt machen. Und finden zwei Rubine. Ganz toll. Besser als nichts, wie gesagt. So, Ausdauerfrucht. Weiter geht's. Oh, oh, oh. Oh, oh, das war knapp. Ausdauerfrucht, weiter geht's. Hier haben wir die Möglichkeit, hochzugehen. Und einmal nach hinten zu gelangen. Und damit dann natürlich eine weitere Lore runterzuschieben. Sehr praktisch. Dann brauchen wir nicht mehr durch die ganze Wüste durch. So wie vorhin schon, können wir die Lore nutzen, um dann weiter zu gelangen. Das ist doch gut. Bums, bums. Nach ganz oben kommen wir noch nicht. Dafür brauchen wir dann später das, um die Zielscheiben zu treffen. Und ich meine keinen Bogen, sondern einen Greifhaken. Da kommen wir jetzt noch nicht ran. Da müssen wir erst noch ein bisschen weitermachen. Gut, hier sind wir durch. Dann einmal durch das Tor. Und wir kommen in einen Raum. In eine Höhle. Tempel der Zeit. Oh, kennen wir schon. Durch Ocarina of Time später. Wir speichern gleich mal. Immerhin sind wir wieder weit gekommen. Dann gucken wir uns einmal um. Hier gibt es Loren. Hier vorne ist keine Lore. Gut, dann nutzen wir die Lore hier. Wir müssen nur den Kristall oben abschießen. Treffen wir auch noch ganz gut. Tada! Schon haben wir die Möglichkeit, die Lore zu benutzen. Da vorne ist noch eine Äonenblume und ein Bösewicht. Autsch. Den muss ich erstmal loswerden. Ja, ich habe eigentlich von der anderen Seite angegriffen, aber ist egal. Scheint ja allen hier egal zu sein. So, Dankeschön. Die Äonenblume gehört uns und wir können jetzt mit der Lore rüberfahren auf die andere Seite. So, weiter fährt sie nicht, denn hier ist es vorbei. Hier endet die Vergangenheit. Wir haben dort oben einen leuchtenden Kristall. Da ist auch noch ein Kristall. Der da drüben könnte erstmal nicht so wichtig sein. Wir müssen, glaube ich, erstmal versuchen, dort entlang zu fliegen, zu fahren, wie auch immer. Nehmen also bitte einmal die Bombe mit. Fliegen nach ganz oben. Oh,
Und schmeißen das Ding runter zum Kristall. Sehr schön. Und auch hier breitet sich die Vergangenheit aus. Und die Bäume, die sehen hervorragend aus. Aber was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass da vorne wohl noch eine Pflanze ist. Aber die können wir einfach so wegmetzeln. Das ist kein Problem. Pflänzchen, komm mal her. Wuppdiwupp, weg ist sie. Okay, weiter geht's. Und wir holen jetzt erstmal die Schleuder raus. Denn wir müssen auf den Kristall schießen. Automatisch haben wir die Möglichkeit, wieder weiter zu gelangen. Klappt doch. Läuft super. Wieder eine Äonenblume.